Christine Reils und ich bin die Regisseurin von Wir haben nur gespielt. Mein Name ist Finn Reils und ich bin der Hauptdarsteller von Wir haben nur gespielt. Worum geht es in Wir haben nur gespielt? Das ist ein Film über eine sehr ungleiche Freundschaft von einem 11-jährigen Jungen, 10-jährigen Jungen, jetzt ist er 11, und einem 13-jährigen Russen, die sich an der deutsch-tschechischen Grenze treffen. Genau, und der deutsche Junge beobachtet den fremden Jungen und findet den total spannend, weil er so selbstbewusst ist. Und über den Film hinweg tauchen wir als Zuschauer in die Perspektive dieses deutschen Kindes ein und entdecken schneller als das deutsche Kind, was der russische Junge für ein Schicksal hat. Und warum ist diese Geschichte wichtig, dass sie erzählt wird? Kannst du vielleicht auch sagen. Ja, also wir haben sogar, glaube ich, geguckt, es gibt eigentlich solche Filme einfach gar nicht. Und es gibt dafür nur eine Sache, die sich darum kümmert, das heißt Caro e.V., die arbeitet an der deutsch-tschechischen Grenze und hilft halt diesen Kindern, bringt ihnen Essen, hygienische Sachen, ich weiß nicht genau was. Und sowas muss halt so ein bisschen an die Öffentlichkeit kommen, weil das wissen, glaube ich, sogar manche Leute gar nicht, dass es sowas gibt. So. Ja, ich kann vielleicht noch sagen, es geht um Kinderprostitution an der deutsch-tschechischen Grenze. Das ist ja überhaupt kein einfaches Thema. Wie waren bisher die Reaktionen von den Zuschauern? Die waren alle ganz schön platt nach dem Film und erstaunt über die Langsamkeit des Filmes. Das ist ja schon auch eine Herausforderung, weil der Film sehr, sehr langsam erzählt ist und vielleicht nicht so ganz den Sehgewohnheiten entspricht, die man sonst so hat. Mit dem schweren Thema zusammen, das ist schon Brocken. Aber das ist, glaube ich, ein Film, der nachwirkt. Zumindest war das so die Resonanz. Aber sind alle sehr fasziniert und tatsächlich weiß es wirklich fast keiner. Finn, du bist der Hauptdarsteller. Wie hast du dich auf die Rolle vorbereitet? Also ich habe mich mit Mama viel darüber auseinandergesetzt. Wir haben lange Gespräche darüber geführt und so. Und eine Zeit lang wollte ich es gar nicht machen, weil es dann irgendwie doch ein bisschen zu viel war. Aber dann war es halt dann doch so der Grund, warum ich den Film doch gemacht habe, weil es dazu keine Filme gibt oder Bücher oder so. Und die Konstellation Mutter-Sohn, wie ist das bei den Dreharbeiten abgelaufen? Ja, also für mich, es war schon klar, dass ich, solange wir drehen, die Chefin bin. Wir hatten einfach ganz eine tolle Kinderbetreuerin und eine tolle Maskenbildnerin, Monika Münnig, die Finn auch schon kannte von einem anderen Film, den ich gemacht habe, wo er sozusagen als Gast mit dabei war. Und die mir einfach wahnsinnig viel abgenommen hat an Betreuung und sodass ich mich in den 3 Stunden, die wir täglich hatten, Drehzeit, halt voll auf das Inszenieren konzentrieren konnte. Und ich glaube, es hat uns jetzt nicht geschadet. Also, und ich hätte jetzt auch nichts dagegen, das nochmal zu machen. Also ich glaube, das für mich war es eine tolle Erfahrung, auf jeden Fall, mit ihm zusammen zu drehen. Und wie war es für dich? Manchmal schwer, aber es hat Spaß gemacht. Und da das mein erster richtiger Film war, weiß ich jetzt nicht genau, wie es ist, mit jemand anders zu drehen, aber es war gut, also es hat gut geklappt. Jetzt hattet ihr schon das erste Screening. Wie waren die Reaktionen hier im Braunschweig? Ja, also die waren alle ganz interessiert daran, was Caro e.V. ist, weil das, wir sagen das immer und immer wieder, damit das irgendwie ins Gespräch ist. Es ist ja jetzt nicht ganz so, dass es gar nichts gibt. Es gibt ja schon einige Filme, die mit dem Thema Kinderprostitution umgehen. Aber für uns war eben ganz wichtig, dass wir überhaupt gar keine Darstellung von sexueller Gewalt gegen Kinder zeigen. Und daran sind die Leute interessiert, eben sagen halt, das reicht völlig, was wir da erzählen. Und es ist trotzdem natürlich, die Gewalt wird trotzdem gezeigt, aber eben im Stillen und einfach nur in Blicken und so weiter. Und das ist, glaube ich, so das Hauptthema, was bei den Gesprächen auch danach hier und auch bei anderen Festivals so Thema ist, der Einsatz von Musik, der natürlich die emotionale Verbindung schafft, auch von Zuschauer zum Film und zu den Figuren, an der wir lange gearbeitet haben. Und das sind so Themen. Und vor allen Dingen auch das Bild natürlich, die Kameraführung
Jenny Lou Ziegel hat das gemacht, die sich halt ganz doll auf diese Perspektive des Kindes einlässt. Und noch ein kurzer Eindruck, wie geht's euch bisher beim Festival? Wie gefällt's euch? Also, wir sind ja gerade erst angekommen, vor einer Stunde oder anderthalb. Und bisher ist es schön. Also, ja, also ich glaube, wir haben beide einen ganz guten Eindruck. Ja, also genau, kann ich auch nur unterstützen. Es ist ein wahnsinnig netter, freundlicher Empfang gewesen. Genau, und das Programm ist toll. Also, das habe ich ja jetzt nur auf dem Papier gesehen, aber wir werden morgen ein bisschen ins Kino gehen. Großartig. Noch eine letzte Frage. Der Film läuft in der Reihe Neue Deutsche Filme. Was braucht der Neue Deutsche Film oder was macht einen guten Neuen Deutschen Film aus? Also der Neue Deutsche Film braucht vor allen Dingen Mut, der auf der Regieseite, glaube ich, oft da ist und auf der Autorenseite. Aber da wir ja die Filme nicht alleine machen können, braucht es vor allen Dingen Mut. Was anderes kann ich nicht sagen. Und Zuschauer, was vielleicht auch in der Bildung eine Rolle spielen sollte, Film. Und ich glaube, dann kann man vielleicht auch wieder Zuschauer finden, die sich für den neuen deutschen Film interessieren. Genau. Jetzt habe ich noch eine Frage, die mir gerade eingefallen ist. Gibt es denn ein nächstes Projekt? Arbeitet ihr nächstes Mal wieder zusammen? Ja, ich würde gerne weitermachen, aber wir haben jetzt noch nicht wirklich was gesagt, was weitergeht. Genau, ich hab gerade eine BKM-Förderung bekommen für ein neues Projekt. Da ist allerdings ein 9-jähriges Mädchen die Hauptfigur und das passt nicht so ganz. Genau. Dann freuen wir uns auf den nächsten Film. Vielen Dank für das Gespräch und viel Spaß hier beim Braunschweig International Film Festival. Danke. Dankeschön. Vielen Dank, super. Ja.